Ja, nicht perfekt, aber immerhin. Eins, zwei, drei haben wir hier noch. Gut, dann machen wir hier. Oder soll ich mal hier die Liebesauftrag mache ich später. Gib mir eine Münze. Gucken gerade nach. Alles klar. So, wir machen jetzt die Feste. Tipps. Der kürzliche Einbruch in ihren Garten. Ha! Was war das? Ich muss meinen Onkel besuchen. Oh mein Gott, das ist halt die behinderte Scheiße, wenn man. Juppe, ich muss fort von hier. Der graubärtige Akrobat, seht nur. Moment, der kommt mir bekannt vor. Hier hoch. Vergewaltigen.
die. Sehr gut. Ist er vergiftet? So, jetzt ist er vergiftet. Der wird auf jeden Fall sterben, Freunde. Oder? Ja, der geht drauf. So, tut doch etwas. Irgendwas. Sehr gut, der ist gestorben. Vergiftet. Nicht so ganz, wie es geplant hat, aber egal. Interessiert eh keinen. Perfekt, da kann ich hier auch direkt schon welche hinzufügen wieder. Und ich kann auch wieder neue Rekruten hinzufügen. Mache ich aber erst später, wenn ich schon ein paar Meisterassassinen habe. Reden wir mal. Alles ruhig heute? Keineswegs. Zwischen zwei Gruppen von Roma ist ein hitziger Streit entbrannt. Eine Gruppe hat sich gegen eine Frau namens Mirella verbündet. Sie werfen ihr vor, dutzendfach die Armen betrogen zu haben. In diesem Moment sind sie auf dem Weg, die Schwindlerin auszuweisen. Notfalls mit Gewalt. Anscheinend glaubt ihr, dass es Ärger geben wird. Oh ja. Mirella ist eine grausame Frau und ihr Temperament ist berüchtigt. Ich fürchte um alle, die sich mit ihr anlegen. Dann sollten wir diesen Roma unsere Hilfe anbieten. Es nützt niemandem, wenn dieser Streit eskaliert. Die Scharlatanin. Eine bekannte Scharlatanin aus dem Volk der Roma betrügt die Bürger um ihr Geld. Nun verlangen ihre Landsleute, dass sie die Stadt verlässt. Sorgen sie dafür, dass ihren Kritikern kein Haar gekrümmt wird. Natürlich, was sonst? Wir können die Roma zu dem Treffen eskortieren und ihnen Schutz bieten, bis das Problem gelöst ist. Ein weiser Plan, doch nur im Geheimen. Wenn Mirella Wind davon bekommt, dass die Assassinen ihren Gegnern helfen, weiß ich nicht, wie sie reagiert. Da sind sie. Wie sollen wir vorgehen? Oh. Ja, Moment. Kurzen Moment, ich muss nur kurz. So, jetzt müsste es funktionieren. Sehr gut. Ich spüre gerade, wie viel. Yes. Und das voll. Danke.
verdammt. Oh, komm, Mann, Ben. Sieht eher riskant aus. So, wir machen das ganz ruhig, ganz gechillt. Kommt mit. Und da kommt sie, nix ahnt. Nix ahnt kommt sie da. Nun, was ist passiert? Wenn du mich verschonst, werde ich zum Dank frei Sieg opfern. Mambe, worum es auch gehen mag, lass mich aus dem Spiel. Warum passiert das ausgerechnet immer mir? Brennt um euer Leben! Diebin, Scharlatan! Wie konntest du deine eigenen Leute entehren? Wie konntest du die ganze Stadt gegen uns aufbringen, nur um deine Gier zu befriedigen? Hüte deine Zunge. Du weißt nichts von meinen Motiven. Ich schweige nicht. Diese Frau ist eine Betrügerin. Eine Betrügerin! Sie nutzt die Ängste der Armen aus, um ihnen ihr Geld abzunehmen. Unglaublich! Du wirst noch bereuen, so mit mir zu reden. Was ist los? Oh, Mörder! Ergebt euch! Keinen Schritt weiter! Wir haben nichts getan! Beschützt die Roma, aber tut den Wachen nichts. Das ist lediglich ein Missverständnis. Kommt her! Soldat, ihr urteilt vorschnell und lasst die Mörderin entkommen! Diese Frauen sind unschuldig! Das tut mir leid, da habe ich leider die falsche Waffe ausgewählt. Beschützt die Roma. So, dann werde ich mir kurz was machen. Perfekt. Aber tut den Wachen nichts. Das ist lediglich ein Missverständnis. Soldat, ihr urteilt vorschnell und lasst die wahre Mörderin entkommen. Diese Frauen sind unschuldig. Ich halte sie auf, bevor hier alles aus dem Ruder läuft. Ihr habt mein Wort, Mentor. Bene, wir sprechen uns bald wieder.